Wer ist? Ja. Ich gehe nochmal da bis zum Ende hin, wenn da ein Ende ist. Was ist hier? Noch mehr Schafe und Schweine. Noch Schafe und Schweine hier, meine ich. Ups. Wow. Hier geht es dann zunächst. Also Höhlen haben wir hier in der Nähe genug. Das heißt, wenn wir mal irgendwie Not an irgendwelchen Sachen haben, können wir immer in irgendeine Höhle gehen. Ja, scheint also, es wäre jetzt wirklich kein einziger Hund mehr. Heißt, dass wir wohl gleich wieder nach Hause gehen können und mit dem Lager anfangen können. Da! Ein Hund! Doch noch einen gefunden! Ja, hallo! Na? Und er ist gleich unsers. Das ist noch einer. Nehmen wir auch gleich mit. Hey, Kleiner, hier. Bleib mal stehen. Bleib doch mal hier. Und das hat leider nicht gereicht. Okay, aber dafür ist der mit uns. Und das heißt, wir gehen jetzt nach Hause mit unserem schönen neuen Wuffi. Wo hier irgendwie noch eine Menge sind, die ich eben die alle nicht gesehen habe. Aber okay. Und dann suchen wir mal unser Zuhause wieder, würde ich sagen. Ich könnte es natürlich ganz einfach auf der Karte gucken. Aber das wäre ja langweilig. Heißt, ich mache es auf eine andere Art und Weise. Nehme hier ein bisschen Erde weg. Ein bisschen mehr Erde weg. Ups, da wollte ich keine Erde wegnehmen, aber egal. So. Und basteln wir mal kurz im Turm nach oben, um zu sehen, wo wir überhaupt hin müssen. Neben den ganzen Bäumen. Man sieht ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Haha. Nein, ja. Ich glaube, wir sind durch den ganzen Wald da gelaufen. Wir müssen einfach nur geradeaus durch den Wald gehen. Aber mal schauen, ob wir das zu Hause wiederfinden. Die Erde nehmen wir mit, falls wir sie nochmal brauchen sollten. Und jetzt ist es auch gerade dunkel, das heißt, wir müssen uns sowieso so ein bisschen beeilen. Das heißt, durch den Wald laufen gefällt mir eigentlich schon mal gar nicht, aber was sein muss, muss sein. Hoffen wir mal. Warum sind hier so viele Sepplinge und alles? Genau, die Lava hat mich noch interessiert, bevor wir gehen. Oi. Oi, oi, oi. Hier ist ganz schön was los. Und es ist dunkel. Heißt, ab jetzt beginnt die Jagdsaison, würde ich mal sagen, ne? Weitere Hunde muss ich jetzt erstmal ja sowieso nicht suchen, weil jetzt, wenn wir die nach Hause gebracht haben, haben wir ja schon mal zwei. Die beiden können wir dann einfach mal so fortpflanzen. Das erspart uns einiges an Suchen. Wo kommen denn die ganzen Säpplinge und Äpfel her? Ah, eine Spinne. Und Skelett und alles. Ah! Gut, dass ich jetzt einen Hundi da. Ey, lass mal den Hundi in Ruhe. Gut, dass wir den Hundi dabei haben. Der kann uns dann so ein bisschen helfen. Und ich weiß auch nicht, warum ich ihn immer Hundi nenne. Ich komme nicht drauf. Es kam einfach so. Hört sich doof an, aber es ist einfach so. Also, das Hundi hört sich doof an, nicht, dass es so ist. Ach, keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Da ist ein Zombie. Da ist ein Creeper. Und noch ein Creeper, dem gehen wir mal aus dem Weg, würde ich sagen. Hier sind Kühe, ich weiß, dass wir hier dann also schon waren. Und da ist eine Spinne, die nicht sein muss. So, hier haben wir schon ein bisschen mehr Überblick. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. So, ungefähr. Wow. Ich beugle mich aber nochmal nach oben. Das erspart mir dann das Suchen. So, sieht man denn schon irgendwas? Das muss dann noch weiter geradeaus sein. Ja, das kann gut möglich sein. Aber da kommen schon die ersten Zombies.
Heißt, die mache ich doch schon mal fertig. Oder mein Honey, wer weiß. Oi, was ist denn jetzt hier los? Ich muss jetzt mal wieder runterkommen. Ohne getötet zu werden. Was hatte ich ja noch nie? Und es werden nicht weniger. Oi, 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 oi. Hier ist mittlerweile. Und ein Evil Chicken. Ah, zwei Zombies. Hier ist. Sorry, Honey. Aua. Hier ist mächtig was los gerade. Ich will doch irgendwie den Hund schlagen. Ich glaube, du kriegst erstmal noch ein bisschen Fleischi. So. Alles gut. Und jetzt komm mit. Ich vermute, wir müssen in die Richtung. Ich weiß es leider nicht genau. Hier sind Wälder. Sieht schon so wieder so ein bisschen aus wie unser Zuhause. Ich mag Schwimmen nicht, ich bin viel zu langsam. Wenn ich nur wüsste, wo wir sind. Das ist echt doof. Ich hoffe, wir müssen irgendwie in die Richtung. Oh Mann, ey. So ein Mist, ey. Wow. An die kann ich mich echt nicht erinnern. Ich glaube, wir haben uns hier total verlaufen. Oi, armer Hundi. Nicht sterben hier. Na, ja, da rennst du weg, ne? Wo du mich siehst. Oh, da geht's runter. Das war ein Suizid-Zombie. Das. Oh, wo müssen wir denn hin? Wow, 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 wow. Geht alle weg von mir. Bitte nicht sterben, Honey. Nein. Ich bin ja gerade echt kurz davor, die Mobs auszumachen. Nein, ich werde sterben und... Na, ich bin tot. So ein Mist, ey. Ah, oh, das ist doch jetzt echt doof. Heißt, ich gehe jetzt mal ganz... Ich muss jetzt mal ganz schnell schlafen gehen. Und mir die Sachen dann wieder zurückholen. Oh, Mann. Mein anderer Hund ist jetzt auch nicht dabei. Und jetzt, ja, klar, es ist ein bisschen gecheatet. Oh, waren wir aber weit weg. Warte, ich setze mir jetzt mal ganz schnell hier... Ja, es ist gemoddet und so weiter und so fort. Aber ich setze jetzt mal hier einen Waypoint, der heißt Home. So, fertig. Fertig. Zurück zum Suchen. So. Jetzt gehen wir ganz schnell nach unseren Sachen hochsuchen. Denn ich möchte ungern unsere ersten Sachen verlieren. Wow, hier wird gerade ganz schön randaliert. Wir waren ja mächtig weit weg. Eieiei. Dass ich so schnell sterbe, das habe ich ja noch, ey, das habe ich ja noch nie gesehen. So eine Masse an Zombies, das ist nicht mehr normal. Aber okay, gut, dann müssen wir jetzt wohl oder übelst unsere ganzen Sachen holen, weil ich möchte ungern, wie gesagt, dass das alles weg ist. So, da habe ich mir einfach mal so einen Hustenbomben in den Mund gesteckt, sonst hätte ich jetzt hier gleich noch öfter die Aufnahme unterbrechen müssen, das wollte ich nicht. Heißt Hustenbonbon, hoffentlich hört man das nicht zu sehr. So. Oi, wo hätten wir noch alles lang gemusst? Hier hätte ich ja niemals nach Hause gefunden. Nicht in dem ganzen Wirrwarr eben. Und ich hoffe ja noch so, dass der Hund dann noch lebt, ey. Wenn nicht, wäre das dann echt schade. Die ganze, die ganze Lauferei und der Tod wäre umsonst gewesen. Unter anderem auch die ganzen, was waren das, 24 Level? Das wäre wieder echt doof. Aber ich werde diese Mod wohl auch drinnen lassen, weil ich sehr schnell meine Orientierung verliere. Und das würde alles dann immer nur noch so in die Länge ziehen und sowas. Und nee, das muss nicht sein.
So. Wir waren ja echt ganz schön weit weg von zu Hause. Sind jetzt immer noch ungefähr 300 Blöcke. 300. Ja, so. Jetzt sind so 300. Jetzt. So. Heieieiei. Aber wir haben eine Menge Höhlen alles gefunden. Ich habe mir keine gemerkt, logischerweise, weil ich total die Orientierung verloren habe. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich weggehe, gehe ich aber nur noch geradeaus. Dann kann ich mir auch sicher sein, dass ich es wieder finde. Dann bin ich mir ganz sicher das nächste Mal. So. Ist das hier eine Schlucht? Nee. Kann ich aber lang gehen. Bitte lass den Hundi noch leben. Ich würde schon gerne so einen zweiten haben, dass wir die ein bisschen vermehren können. Oh, hier ist. Ist das der von da hinten? Oh, bitte lass das dem von da hinten sein. Das werden wir gleich sehen, wenn wir zu Hause sind. Das wäre jetzt ja echt krass, wenn das jetzt so wäre. So. Auf jeden Fall sind wir da vorne gestorben. Das sieht man in diesem Latest Step, was ich nachher löschen werde, weil ich ja nicht ewig hier bleiben möchte. Und hier liegen die ganzen Sachen. Hier ist logischerweise kein Hund. Und wir haben wieder 5 Level. Hurra. So, dann haben wir noch da was. Und da lag, glaube ich, auch noch was. Genau. Liegt da oben noch was? Ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Was habe ich denn alles verloren? Hat sich das gelohnt? Noch das Fleisch? Ja. Ja, doch, so ein bisschen hat sich das echt schon gelohnt. Und ich sehe gerade, ich hatte sogar so ein bisschen Rüstung. Ja, das ist das Einzige, was jetzt noch, was ich noch sehen muss, ist, wenn wir jetzt nach Hause gehen, wartet da ein Hund auf uns oder ist das hier der Hund von zu Hause? Das ist das Einzige, was mich jetzt noch interessiert und danach ist dann auch erstmal Feierabend. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, ich muss bald los. Habe halt noch eine Geburtstagsfeier, auf die ich gehen muss. Und das wäre, was ist das denn? Warst du das? Willst du was essen? Ja, warte, ich habe hier noch ein bisschen was für dich. Aber noch ganz viel von dem Gammelfleisch. Das magst du auch so gerne, ja. Und vielleicht, ich weiß es ja nicht, hast du zu Hause noch eine Frau, einen Mann, ich weiß es nicht, einen Hund, eine Hündin. Ich weiß ja nicht, welches Geschlecht du bist, noch weiß ich, ob überhaupt jemand zu Hause ist. Das werden wir dann gleich sehen. Und zwar in ungefähr 600 Metern. Wäre schon echt geil. Sagt man geil überhaupt heutzutage noch? Ich weiß es nicht. Ich bin zwar jetzt noch nicht so alt. Das hat zwar sehr alt geklungen, aber. Geklungen. Aber nein, ich bin noch nicht ganz so ganz alt. Aber ich bin mir bei sowas immer sehr unsicher. Und ich möchte es ja ungern was sagen, wo jeder denkt, ha, er hört sich voll scheiße an. Er nimmt noch Wörter vom letzten Jahrhundert oder sowas. Das möchte ich natürlich nicht, deswegen frage ich dann mal lieber nach. So, Schafe und alles, das kommt später auch noch. Wie gesagt, also ich habe noch so ein bisschen was hier zu bauen, was an Ideen und sowas. Was ich auch schon zum Teil auch ausprobiert habe, ob das gut aussieht und so weiter und so fort. Und das kriegt man schon alles irgendwie hin, denke ich mal. So. Ich glaube, ich werde mir demnächst noch eine Liste schreiben, was ich alles mache oder vorhab, damit ich ja nichts vergesse, weil ab und zu ist mein Gedächtnis genauso gut wie meine Orientierung. Das sieht ja hier extrem geil aus. Ich glaube, ich setze mir hier mal eine Fackel hin, dass ich hier weiß, dass ich hier schon mal war. Oder drei? So. Und dann, dass man das irgendwie wiederfindet. Ich glaube, das werde ich aber jetzt bei jeder Höhle machen. Das klingt dann auf jeden Fall. Die erste Höhle, die wir machen, ist sowieso erstmal die mit dem Minimin da. Weißt du? Oh! Ist hier. Hier ist ein Dorf. Hier ist tatsächlich ein Dorf. Einfach mal so. Ha, ja. Also das macht davon. Ja, da muss ich mir echt nochmal einen Waypoint von setzen. Ne, dann nennen wir es einfach Dorf. So. Und dann gucken wir, was wir hier Schönes haben. Na du, was hättest du denn gerne? Du nimmst 17 rohe Hähnchenkeulen für den Smaragd, du bist ganz schön teuer, Kollege. Ups. Was nimmst du? 19 Weizen für den Smaragd. Ja, du bist auch ganz schön teuer. Ist hier das einzige Haus? Hier haben wir noch einen Brunnen.
Da ist ein Schwein. Das ist, glaube ich, sogar das einzige Haus, das hier ist. Ah, dann werden wir die, denke ich mal, noch bis kurz beklauen. So, nehmen wir das mit. Nehmen wir das mit und das. Und das nehmen wir mit. Und ganz wichtig, da müssten auch Karotten sein. Und darauf, dass, wenn wir die haben, damit bin ich hier schon mal weiter als auf irgendeiner anderen Map, die ich vorher auch nochmal gespielt habe, sowieso. Da hatte ich immer so Probleme, ein Dorf zu finden. Ach, einfach mal alles mitnehmen hier. Aber keine Karotten, oder was? Oh, Mann, oh, das ist echt doof. Aber okay, gut, wollen wir mal nach Hause gehen. Ich war's nicht, ich war's nicht. Ehrlich nicht, ich bin unschuldig. Vielleicht kann man dann immer das Dorf hier mit unserem momentan noch kleinen Häuschen verbinden. Wer weiß, wer weiß. Ist ja wie gesagt erstmal gespeichert. Und dann kann man später nochmal hergucken. Vielleicht kann man hier auch so einen riesen Handel machen, so von wegen, wir haben ein riesen Weizenfeld und dann gehen wir immer hier zu dem Dorf hin, wenn wir irgendwie Smaragde brauchen, mit dem wir uns dann in einem anderen Dorf oder so irgendwas Schönes kaufen können. Weil die Währung bei den Dorfbewohnern ist, sind ja meist, also es ist eigentlich immer Smaragde, außer du kaufst dir welche von denen. Das war natürlich sehr toll, lieber Laptop. So. Ich sehe schon, oh, wir sind zu Hause. Und wenn jetzt kein Hund da ist, dann wäre das echt doof. So. Dann wollen wir mal schauen. Hier ist noch ein Hund. Wir haben jetzt endlich zwei Hunde. Hoffentlich kommt der jetzt auch rein. Was ja natürlich klar war, dass er es nicht tut. Na komm, Kleiner. Ja komm. Super, jetzt kommst du her. Kommst du hoch. Dann kriegst du was zum Vollpflanzen und du auch und dann kommt ein kleiner Babyhund raus. Na du? Möchtest du auch was essen? Ja, da geht gleich dein Schwänzchen noch, ne? So, dann machst du jetzt Sitz. Dich setzen wir dahin. Und du darfst da sitzen. Dann legen wir mal eben die ganzen Sachen hier ab, die wir beim nächsten Mal vielleicht nicht benötigen. Ja, ist auch egal, einfach so weg. So, und dann sage ich jetzt mal für heute auf Wiedersehen. Und beim nächsten Mal bauen wir dann, ich habe mich jetzt entschieden, machen wir hier so einen kleinen Weg runter. Jetzt machen wir unterm Haus. Machen wir dann das Lager. Und dann, ich freue mich aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Was ist das denn jetzt? Hä?